TK. Techniker Krankenkasse. Ein Buchstaben Memes. E. XD. Achso, ups, Entschuldigung, X. Die. Dieser Chat ist so behindert. Ich hab nur kurz gerade mal reingeschaut. Was? Der Chat. Oh, so ich hab den Cut richtig geil erwischt, das ist halt Warm-Up. Aber ich hab die Aufnahme extra schon gestartet, weil ich wusste, dass ich ihn jetzt hinbekomme. Und ich crash die letzte Kurve. Fahren wir auf dieser Map jetzt echt an? Nein, das ist immer die Wartemap. Zu wenig Knockout, deswegen weiß ich sowas ja auch gar nicht. Ey, ich hab den Cut so halbwegs raus. Oh shit. Toll, Boosterwirkung. Ja, ach nee, ich bin stuck. Marius. Ich bin stuck. Fuck it. Nur so da vorbei, wie du da hängst. Also im Checkpoint sahst du noch gut aus. Nach dem Loop. Ja, der hat fast genauso gut geklappt wie im Warm-Up. Ich bin halt nur ein bisschen auf zwei Rädern gelandet und dann ist das Auto einfach auf der Seite gerutscht bis ins Ziel rüber. Ungefähr so. Schaffen wir es? Na gut, Marius. Oh mein Gott. Die Hupe von Hype, ey, die ist ja richtig. Alter, ja, da ist das RIP. Aber das mit dem F passte so richtig, weil Press F. In dem Moment war es ja vorbei. Ja. Ich habe halt das D-Punkt schon beim B-Punkt geschrieben, weil ich wusste, dass jemand mit C-Punkt kommt. Ging es dann ganz flott. So. Junge. Fast über die Reden, ne? Die Darik Map? Er ist der Einzige, der diese Fahnen mit Wams benutzt. Fucking Pascal. Was ist das jetzt? Ah! Ist ich auch? Wie fährt man das? Safe, glaube ich. Ja. Geh mal mein Schloss an. Geht fast Fullspeed alles, Alter, ne? Ich werde eine Vollbremsung machen. Ach Gott, was er wieder gebaut hat hier, ey. Man hat das Gefühl, da passt halt gar nichts. Ach, herrje. Wenn man es denn wüsste. Häkkinen, Blechnen. Häkkinen! Hat die Map schon wieder vergessen. Immer vom Gas gehen. Nice Wallbang. Bisschen lucky. Wie viele sind wir jetzt? 30 oder 31.
Oh Gott. Ah, gerettet. Dachte ich mir auch. Ausgerutscht. Oh Gott. Die Kurve ist gar nicht möglich. Nee. Oh Gott, ich bin voll gecrashed. Die letzte wären Drift gewesen. Weiß ich nicht. War jetzt ganz okay bei mir mit Nuss. Da ist jetzt ziemlich angegangen geradeaus. Bin ich raus? Ach, musst du nicht ausschalten jetzt. Ja. Ich glaub, Lex ist wieder halt raus. Ja. Zwei Knockouts. Ja, es sind zwei Knockouts. Map 8 von 7, Ranking Sets Mappen hat. So, und ausgeschieden ist Aibo, Lex und Pittersoon. Ja, also sind bei 3 Knockouts noch. Also hat er wohl für 10 eingestellt, ist gut. Ja, ich hab's gesehen. Für 13 Spieler hat er es eingestellt. 13? Hm. Ach stimmt, sonst wären es ja 4, ja. Jetzt 50% Rabatt auf das Jahresabo von F1 TV Pro. Angebot gültig bis 17. Februar. Guck mal gleich mal, wie viel das kostet. Wenn ich dann nur so 40 Euro zahle. Gerne. Meine, wie sicher bist du dir, dass du dann Streams mit den deutschen Kommentatoren findest? Also ich würde halt dann auf die britischen gucken, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, aber ich zahle halt nicht für die deutschen, das will ich damit sagen. Also sorry, für die RTL-Kommentatoren. Also sicher kann ich nur sagen 30%. Also als Sky noch da war, habe ich immer einen deutschen Stream gefunden, außer einmal. Das war, als der Stream down war. Finde sich immer jemanden, der streamt. Aber war Sky denn überhaupt so gut, dass man es tatsächlich drucken wollte über den britischen? Also ich fand Sky Deutschland fand ich mega gut. Einfach nur deswegen, weil ich die beiden Kommentatoren echt gern. Also ich habe denen immer erst gerne zugehört. Der Marc Suhr hat eine Menge Ahnung vom Fahren selber. Sascha Roos hat einen guten Überblick eigentlich immer gehabt über die Ereignisse. Also eigentlich. Was ein bisschen vorgeworfen wird, ist, dass sie nicht Team-Radios entziffern können, übersetzen können, ganz oft. Ja, aber das ist mir halt auch egal. Ja. Andererseits, klar, man muss halt auch sagen, die Briten, die sind auch schon mega gut, also sind auf jeden Fall nicht so irgendwie besser als die Briten, würde ich sagen. Beiden. Als wir Chuck Schulz hatten, würde ich sagen, war es schon ziemlich gut. Ja. Der fehlt halt, der war auf einem anderen Niveau. Ja. Der Chuck Schulz kommt halt aus irgendeiner Szene, wo halt so ein normaler Zuschauer sich nichts bei denken würde. Da konnte er immer richtig Spannung aufbauen und Leute auch ein bisschen zum Lachen bringen mit seinen Reaktionen. Kieselstein, ach. Glaube ich so 4-5 Mal gecrashed in der Mann. Unfall! Echt, ey. Ich bin auch mehrfach fast gecrashed. Wollt ihr meine 45 fahren? Oh, hype. 25, das sieht schlecht aus. Und Ian. Oh, Jackie Lafrit Hype ist trotzdem ausgeschieden, glaube ich. Ion. Aber noch einer dazwischen. Müssen aber noch 3 sein. Außer es gibt ein DNF. Hello darkness my old friend. Hype is out again. Schöne Lyrics. Mal zum Weinen. Ich erinnere mich noch damals, also ich habe das noch, als ich ein Kind war, daran kann ich mich noch erinnern, wo
Michael Schumacher in die Box kam. Und da war so. Und da war plötzlich ein Frontflügel! Oh, den muss er sich bei Sato abgefahren haben. Das ist die Gefahr im Mittelfeld. Es war einfach so, da sind alle Gäste von uns aufgesprungen da, ne? Also die Männer alle, ne? Michael Schumacher, Unfall, was? Welcher Idiot war das? Ungefähr, ne? Marius, willst du die Map hier Chase fahren? Nee. Hatten wir schon mal. Ah, diese Kurve ist so scheiße. Ich weiß, dass sie kommt und trotzdem hätte ich null die Linie dafür. Ist halt auch einfach zu eng. Halt nicht für jeden Winkel. Dann das Ende ist so unglaublich langweilig, diese Abholzen. Was soll dieser Sprung da eigentlich? Der Derek ist schon wieder zu spät. Was macht er eigentlich hier, wenn... Hä? Sowieso nicht mehr KO Knockout joinen kann. KO Knockout. Der Knockout, Knockout. Achso, wollte nur was sagen. KO Knockout, genau, ja. Jetzt keine gesehen, so. Aber vielleicht ist das warum. Ja. Die Derek Map da eben, die war ja nicht neu. Ja, war noch nie so nett. Was ist da los? Hast du diese Abgekurve? Eigentlich alles an der Map. Da kannst du ja auch einen Drift bekommen bei dem Apfel. Wer bist? Ich hab die Map schon voll vergessen. Kommt nur noch eine Kurve. Yay. Ey, hallo, 1,4 Sekunden hinten? Scheiß Sandkurven, ey. Du warst jetzt auch hinter mir und ich war dreimal gecrashed. Ja, jetzt bin ich nochmal das vierte Mal gecrashed. Baut wieder da. Ich weiß gar nicht, wie man die Sandkurve nehmen soll. Soll man da davor bremsen, damit man wenigstens nach innen kommt? Oder so reintriften in den Sand, vielleicht. Ja, die Map. Hallo? Oh, die Map. Kann da gerade in dem, Kamera am Anfang, die ja gar nicht. Ach doch, der hat da gedriftet. Boah. Gefährliche Map. Ich bleib immer an den Kanten hängen von diesen Barrieren. Hab ich auch gerade. Zweimal. Nichts passiert tatsächlich. Ja, mein Hinterrad hat sich nur hochgedingst, ja, genau, wie so ein Pferd. Das hätte ich auch. Oh Gott. Ich kacke so ab hier auf der Map. Boah. Schon Release und Backtrick bei dieser Rechtskurve und das ist trotzdem nicht bei die. Alter, wie laut war denn meine Motorhaube, die abgeflogen ist, ey? Macht mega laute Geräusche.
Oh fuck, ich war noch nicht im Ziel. Ein Tunnel nach rechts ja, fahren. Ja, nach rechts. Danke. Ich hab da den Wald geklippt. Nein, Lars. Das war cool, stop. Sonst ist die Map echt cool. Ich wollte hier jetzt mal richtig, richtig gute Zeit fahren. Also ich hab hier BR, aber der war nicht gut. Der war nie gut. Sagen wir mal Loke, weil WR wird es nicht sein. Ja, ja. Ja, ist gut. Später ich noch werden kann, ich war da eben nach dem Crash, war ich. Aber nach dem ersten Crash war ich letzter, aber dann war ich nochmal im Crash. Also. Ich hatte das schon jetzt. Jetzt hast du nicht mehr Loke. Und so safe gefahren. Ui, der polnische Marcin. Wow. Muss ja schon fast er sein. Marcin und Hax raus. Iona gerade so durch. Solide Seehund gerade so durch. Sind wir jetzt schon Top 20? Top. 21 oder sowas. Oh, wer hat denn diese Map gebaut? Ah. Ich weiß auch nicht. Die komplett vergessen. Die Map passt. Wurde nur ein einziges Mal gespielt. Alter, diese Pavement Transition, ey, ist ja schon mit der Brechstange. Nice Brake Tricks. Hm. 23 kann ich mir auf der. Eieiei. Ist ja auch gegen die Barriere gekracht. Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Kurven da trifft oder nicht, aber. Dieses Sein da hatte mich gerade. Ein bisschen verunsichert. Was ist das für ein Sign? Dieses Sign. Dieses Downward Sign in der Kurve. So, ich dachte gerade, hä, was will er mir damit sagen? Ach so, da muss man ja hinspringen. Ja, klar. Das musste ich setzen. Das hatte ich zuerst nicht gesetzt, aber. Dann wurde mir gesagt, dass ich das da hinsetzen muss. Aber ich hätte auch genervt, so. Das ist confusing. Oha. Minus, minus. Jonas sagt genau selber wie ich. Und ich. Ey, Marius. Ich bin gegen den Eingang gekracht. Ich glaub's nicht. Letzter. Ja, ich mag Plätze gut. Ich bin jetzt erst letzter, ich bin nochmal gecrashed, ich Vollidiot. Fuck off. Riulo ist auch nicht in den Top 8. Der ist 10. geworden. RIP. Ich weiß nicht, ob du noch Leute hättest kriegen können. Nee, hätte ich nicht. Ich bin mega hart gecrashed. Warte mal.
Das spielen wir halt auch echt jedes Mal. Und letztes Mal bin ich relativ. Bist denn du gecrashed? Dennis. Wie bitte? Wo bist denn du gecrashed? Ich bin einfach gegen Castle Entry gekracht. Ich hab dann Oversteer in dem Pavement bekommen am Entry. War ein Fehler. Und danach bin ich bei dieser Transition, wo du in diese Art Tunnel da reinspringst nach links. Wo du nach links driften kannst oder so, ne? Nach dem Tunnel. Da bin ich angeeckt. Er hat mich gedreht um 180 Grad. Wird da gerade richtig weggebackt von einer Kamera. Das ist nicht gefixt mit dir. They'll probably do a lapse KO afterwards. Ich ahne schon, wie die Map vom Stil her aussieht. Ja. Da hoffe ich doch. Nee, ich hab denen neulich gesagt, es gibt übrigens auch VTC-Maps als Multilab. Vielleicht können sie sich mal davon bedienen. Ja, ich hätte jetzt nochmal auf so eine Karting-Map gehofft. Ja, das kann ja auch passieren. Ich hatte denen nur neulich mal gesagt, hier, das ist ein bisschen viel. Karting-Maps, es gibt doch auch was anderes, zum Beispiel VTC-Maps. Ob sie das jetzt dann trotzdem deswegen fahren, keine Ahnung. Stimmt, wir hatten jetzt zweimal hintereinander Karten-Maps. Können wir ein bisschen noch was anderes erledigen? Vielleicht bis später. Ciao. User disconnected from your channel. Es gab eine andere Labs-Map, da warst du nicht da. Die wir mal zwischenzeitlich gespielt hatten. Aber die war halt auch irgendwie doof. Ach, war 6/10 hinter Riolo. Der ist in der LOBR gefahren, ne? Toll. Ich weiß nicht, ob die Map ja, die wurde bearbeitet. Also. Ja, sind Parts bearbeitet worden, die halt eigentlich unnötig sind. Ich finde den Start auf der Map richtig scheiße, diese Schikane da am Anfang. Das ist richtig ja, nervig zu fahren. Oh, wir haben einen prominenten Knockout, also zwei. Iona und Mini Marina. Jetzt auch relativ früh, ne? Ja. 19. und 18. Barik-Mod. Kenn ich den, glaube ich. Glaube ich jetzt erstmal. Ah, nee, doch, die Map. Kennt man doch. Was zum Fick ist eigentlich dieses Ende hier? Was ist dieses Hinebi? Oh, das wird geändert. Ja. Mochte die Kurve. Das war die einzige Kurve, die ich mochte auf der Map. Die wird dann geändert. Toll. Jetzt frage ich die Map nicht mehr. Ist ja nichts mehr, wie das gut ist. Toll.
Aber die Map ist jetzt ja langweilig dann ohne den Part. Das war eine enge. White, Red und Arken raus. Ist neu für mich. Gar nicht. Hier konnte ich überhaupt nicht erkennen, was das für eine Kurve ist nach dem Gras. Ich habe dann am Ende noch gerade so geraten, dass es nach links geht. Aber es war einfach nicht zu sehen. Ey, der letzte Sektor ist ewig lang. Ich habe mich gerade aufs Dach gelegt vom Ziel und der letzte Sektor kostet so 20 Sekunden. Ja, 15 Sekunden. Ja, da fahre ich immer nach rechts. Dabei geht's nach links. Ja, das fühlt sich so an, als sollte es nach rechts gehen. Passt so gar nicht da rein. Ich stelle mir gerade diesen Linksdown hier davor an so einem XD-Base oder so. Das wäre unglaublich schwierig zu sehen. Auch nur so kurz davor gesehen. Also der letzte Checkpoint ist noch vor dem Links-Downhill. Ja. Übrigens, dass ich ständig Wörter zusammenschreibe, also dass ich diesen Rechtschreib-Tippfehler drin habe, liegt halt echt an der Tastatur. Ich habe das neulich mal rausgekriegt. Die Leertaste, die berühre ich, wenn ich schreibe, sehr häufig ganz am unteren Part der Leertaste. Und da kriegt der einfach nicht mit, dass ich sie da drücke. Ich muss sie auf der Laptop-Tastatur wirklich immer mittig drauf drücken. Und das tue ich, wenn ich schnell schreibe, halt nicht. Ziemlich nervig. Das ist bei deiner jetzt Laptop-Tastatur. Ja, genau. Eine externe werde ich jetzt hier nicht mit hinnehmen.
sind aber jetzt mal halt viel schneller durchgekommen als sonst. Und ich finde es eigentlich komisch, dass der Valley Knockout immer noch nur aus einem Knockout besteht und nicht einem zweiten. Während ja alles immer doppelt gefahren wird. Ach so, ah, okay, verstehe. Immer viel zu viel. Viel zu viel Belly. Ist diese Kurve überhaupt möglich? Ja, mit Break Tricks. Ja, ich habe richtig weit rausgeholt und mit ganz viele Break Tricks gemacht. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Obwohl ja, ich bin auch hängen geblieben. Aber ich habe auch keinen Break Trick jetzt gemacht, weil ich zu weit in war und die Lenkung aufmachen musste. Ich habe da jetzt mal einfach gewarnt, das. So alt, Somnake Marius, den Mais Voyager 006 LT. Früher war ich auf der Map gut. Ich bin gerade manchmal, also ich habe ja am Start gecrashed, habe ich schon ein paar Zehntel gekostet. Du hast wahrscheinlich nicht die eine Kurve getriftet da, nahe des Starts, die rechts hoch. Ich habe die immer getriftet, aber wahrscheinlich ja, geht's in Nosedive. Nee, bald Nosedive. Ich bin da bei der geteilten Straße dann halt unsicher mit dieser Überkuppe und dann nach rechts, das ist so blind alles. Ja, da habe ich halt einfach gewallbankt und nach dem Wallbank kann man dann Fullspeed fahren, habe ich aber auch nicht geschafft. Was hier die Dame? Aber. Ist auf jeden Fall neu für mich. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, ich habe die einmal gefahren. Vielleicht du auch, aber ich habe sie mir jetzt auch. Ich merke mir, habe mir nur dass diesen Tunnelausgang da gemerkt. Rechts vorne danach. Aber die Warm-ups kriege ich gerade ziemlich viel. Also auf fast jeder zweiten Strecke oder so im Schnitt mache ich einen größeren Unfall. Oh, wow. Okay, da.
Knockout Runde 11, Players Remaining 11. Denke. Auf der Time Attack Version vom Start hattest du mal gegen Riolu ein Finale verloren. Und der Rest ist halt auch einfach schlecht, weil man den Sprung nicht schaffen kann. Es ist so schlecht einfach die Map. Und erste Kurve ist fucking blind. Ja, was ist das denn? Also ich war jetzt eigentlich ziemlich schnell. Also möglich. Dann einfach nur geradeaus. Dass Ryuda schreibt, dass es wohl möglich ist, das glaube ich ihm nicht. War jetzt ziemlich weit weg. Vor allem, das ist doch jetzt schon. Jetzt ist doch die Map schon vorbei, oder nicht? Ne, die wichtigste Stelle kommt jetzt gleich. Punkt. Ja. Ne? Der entscheidet ja alles hier. Der hätte nicht viel gewinnen, so. Aber. Jetzt noch nicht mehr. Also ich hatte eine sehr merkwürdige Linie für diesen Sprung. Ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt umsonst beim Sprung vom Gas gegangen. Vielleicht hätte ich tatsächlich ganz nah an die Abfahrt kommen können. Diese Strecke kommt auch seit Jahren in sehr vielen Valley Knockouts. War früher öfter, aber jetzt ist es quasi eigentlich seltener. Lange her, das. Weil ich kenne sie auch gar nicht mal mehr gekriegt. Ja, das ist eine Strecke, wo ich mich daran erinnere, an früher, wo. Wo du noch nicht so schnell warst. Verbinde ich aus irgendeinem Knockout. Da hattest du dich so richtig gefreut, in die Top 10 gekommen zu sein oder sowas. Nein, ja. DB. Focus on Lars. Bitte blick zu meinem. Was würde ich dann gerne schlagen? Ich war tatsächlich so 1-200 später gestartet irgendwie. Genau, Counter und dann Gas gedrückt. Sehr safe war ich hier durch. Ich hab's Fullspeed gefahren. Oh Gott. Sind sie des Wahnsinns? Davor war ich langsamer. War sie nicht so.
kann mir vorstellen, wenn das das Finale zwischen uns gewesen wäre, wie das ausgesehen hätte. Ich hatte einen sehr, sehr guten Start. Ich wette, ich war vorn. Und dann würde Riulu dann dich spectaten so. Und dann kommt diese Schikane und dann verliere ich so gefühlt eine Sekunde. Hört sich da wie ein Wirt an. Was passiert im TMNF? Hat Auto deleted? Hab ich noch nie gehört. Nee, das habe ich auch nicht gehört. Aber dass das Spiel einfriert, wenn man Chat verschreiben will oder so, das kann in TMNF, TUF häufiger passieren, ne? Aber das ist ja nicht das, was er. Er wollte nur C drücken. Nein. Tactical Warbang? Da gewarbankt. Ich kann mir gar nichts vorstellen, da ist doch alles weit frei. Ja, ich hab die Kurve nicht gesehen. Ah, die Map ist so komisch mit diesen zumachenden Kurven. Fällt mir ja nicht so. Ja, RIP Leo hat gut gespielt. Unlucky. Sehr interessante Linie in der letzten Kurve bei mir. Ich habe in die Bande berührt, war aber ganz gut. War relativ weit hinter euch beiden. Hab dann aufgeholt, aber war auch nicht so gut bei mir. Weil die habe ich auch noch zu weit genommen. Aber wie ich den Drift dann gefahren hatte, war gut. War jetzt schon ganz schnell nach dem BB. Hat wahrscheinlich schon vorher geschrieben und kopiert. Ja, ich weiß nicht, wie er das so schnell schreiben könnte. Vor allem mit diesem Strich bei dem Don't. Okay, er hat noch keinen Strich gemacht. Interessant. Ich glaube 8. Wäre jetzt Lucky Piriolo in TMR. So viele Schikanen, so 90 Grad Kurven mit Geraden dazwischen. Ah, ja, diese 90 Grad Kurve da beim Wasser, ich habe die jetzt super erwischt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie tricky ist. Wir haben Start. Also nach dem Start meinst du die? Ja, die beim Wasser halt, ja. Ja, das
Hat er bei mir auch sehr gut geklappt eben. Ja, jetzt hat es sich auch wieder gut geklappt beim Warm-Up, aber die wirkt tricky einfach nur. Eben, aber ja. Das haben wir jetzt auch überhaupt nicht gemerkt. War ein paar 90 Grad geworden. Da weiß ich nicht. Ja, diese Map finde ich jetzt echt schwierig zu merken. Die sieht halt irgendwie alles gleich aus. Was hier kam. Oh, Vulture? Jink ist ausgeschieden. Aber nicht gejinxt, oder? Nee. Ich glaube nicht. Solide Seehund. Fällt mir jetzt das zweite Mal auf dem Dangerous Place. Von Robert K. Mit den, ja. Heißgepier. Und den Cut. Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das auch überhaupt ein Cut ist, weil das sieht zu geplant aus. Was ich hier nicht verstehe, der hat hier ein bisschen Scenery gebaut, so an mehreren Stellen hat er immer mal wieder Scenery gebaut, aber so viele Flächen hat er einfach komplett freigelassen. Eben war ja einfach nicht so, dass man sieht. Macht mich jetzt nicht unbedingt so sehr stark darauf, aber das irritiert mich halt schon. Das ist halt nicht ein bisschen. Würde mich wahrscheinlich auch so in einem XD-Race oder so irritieren, wenn man die ganze Zeit irgendwie Scenery hat oder so. Verstecke und dann ist man plötzlich in einem Part, der so richtig kahl ist. Könnte einen irritieren, dann achtet man mehr auf die Szene, wie bei da halt keine ist. So, ne? Mich würde es irritieren, weil mich irritiert ja immer alles, was es gibt. Da eben in dieser Dirt-Kurve in der Ding 90 rausgeflogen. Mal ein bisschen vom Gas gehen. Bei Top 7. Vielleicht doch, wenn man. Außer ich habe jetzt sehr viel verloren. Letzte Kurve durchbekommen. Ich im Warm-Up. Oh. Solide Seehund jetzt auch raus. Großer Abstand. Jetzt war Pio Trunio auch nah dran. Meinst du? Ja, er war nah dran an dir und Voyage. Also er ist auch, kann auch auf dem Niveau fahren. Das kann ich mir vorstellen. Oh. Die Rückwärtsmap.
eigentlich so überhaupt reingekommen ist. Jetzt beide Male bei diesem Sprung gecrashed. Zu erklären. Marius 5 safe hier am Ende. Ich dachte, das wird ja wohl irgendwie passen, wenn man da jetzt Release und Break-Tricks macht, aber selbst dann war ich immer noch viel zu schnell für diese Kurve. Bin dann noch gegen diese Kante drin gekommen. Jetzt will ich mal viel mehr Release. So, und Akili macht den fünften, knapp vor Pio Trunio. Den Start, den kenne ich auswendig bei der Map, aber den Mittelpart, den vergesse ich dann. Da wusste ich nicht mehr, wie der weitergeht. Da mal ein bisschen gerade bei diesem Sprung und dann direkt den nicht mehr bekommen. Da wird man ja auch so viel, deswegen. Ja, meistens ist diese Map halt auch schon entschieden, wenn man in den Mittelpart reinkommt. Da kann man einfach nur safen und muss man halt nichts groß machen. Hier immer so die Frage, was ist schneller, aber ich glaube noch geradeaus. Ich habe mir gedacht, dass Akili hinten ist. Und so bin ich auch gefahren. Ich schon 1,7 in der Mitte. War schon hinten. Jetzt wird's interessant. Ja, das ist halt immer bei diesen Knockouts, gerade bei sowas wie Valley, ist es eigentlich immer so. Du hast immer diesen totalen Schnitt.
von bis dahin machst du einfach mit. Ja. Und dann kommt mit einem Schlag die Runde, wo du richtig gute Spieler schlagen musst. Ja. Das ist irgendwie immer nervig. Ja. Weil die anderen können dann immer noch ganz okay Runden fahren, klar. Aber halt nicht auf dem Niveau. Man kann dann halt immer safen. Okay. Geht's noch links. Hat der hier gebaut? Scheint jeder genutzt sein, wie ich das hier noch. Mhm. Ich glaube, im Warm-up hat halt jeder von uns gedriftet. Ich nicht. War nicht meine Map. Blinde Stellen am Start und dann diese komischen Berg hoch, Berg runter Kurven. Hier diese Zeiten beim Voyager und mir. Genau die gleiche Zeit, nur 4 Zehnte fett dazwischen und auch nur 4 und 1. Das Problem war, dass die Map wurde erst zum zweiten Mal gespielt und Voyager hatte schon das letzte Mal, wo die gespielt wurde, war der, glaube ich, vorn. Hat er, glaube ich, die beste Zeit gehabt. Das heißt, der ja, war der auf der Punkt. Ja, der hatte ja gerade den dritten Local und der hat dann. Also, der hatte den ersten Local und jetzt. Ja. Hat er sich nicht verbessert, aber er hat halt auf den dritten Local dann bekommen. Der war. MBR davor war halt langsamer als zu Zeiten von Rüdel und. Ja. Ich habe diese eine Stelle im Mittelpart nicht riskant genug gefahren mit Break-Tricks und ich bin dann zu weit in den Rasen. Das hier wäre jetzt eine Map für mich gewesen. Das hier ist überhaupt nicht meine Map. Ja, aber auch nicht Ryulus Map. Er hat hier immer gecrashed bisher. War der BR gefahren? Oder? Oder war das das Mal, wo er dann am Ende gecrashed war? Ich glaube, er war gecrashed. Gucke mal. Du hast den Rekord. Ja. Also das Warm-up ist super eng bis hierhin, aber das Ende entscheidet ja. Ja, du bist der Einzige, der nach links springt. Jolo ist immer noch vorne? Ja. Er hat es offensichtlich gut hinbekommen. Oh, das war halt schwierig. Aber du hast halt aufgeholt. Also wenn das Team Block weiter hinten wäre, du hast halt mehr Speed. So. Ja. Und deine Linie ist halt tausendmal safer, aber sowohl Ryula als auch Voyager haben gerade den anderen Weg hinbekommen. Verlieren aber Zeit auf dich. Ein bisschen, ja, nicht viel. Dieser Sprung hier in der Mitte macht mir halt am meisten Angst eigentlich. Ja, ich weiß. Na dann, good luck.
oder? Ja, du bist vorn. Oh, Riolo springt auch weit nach rechts. Also Riolo hat ein bisschen Slowdown. Voyager ist jetzt nah an ihm dran. Du hast einen kleinen Vorsprung auf beide. Voyager mit einem Oversteer hat ziemlich viel Zeit verloren in der Kurve. Oh, das wird eng. Jetzt fährt er auch nach links. Das wird richtig knapp. Oh, hat dich geknappt. Musst du da einmal releasen? Ach. Doch nicht, ey. Er ist enger ins Ziel gefahren als du. Ja. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe das Ende dann gesaved, weil ich angeblich war ja Erster. Ja, Riolo hat dich ein bisschen eingeholt, der war dann ähnlich gleich auf und Voyager war eine halbe Sekunde hinten. Er hat eine halbe Sekunde auf dich gut gemacht da. Was? Ja. Er hat hatte richtig sicken Speed. Ja, dann entscheidet es ja auch nicht die Linie am Ende, wenn er sowieso mehr Speed hatte. Wir waren ja schon gleich auf. Ja, ich weiß nicht, wenn du ganz innen reingefahren wärst ins Ziel, vielleicht hättest du es geschafft. Das waren ja 200 oder so. So viel ist das nicht. Auf jeden Fall war das Rekord zweiter und dritter Local, also ja. Ja, und wir haben glaube ich alle drei den Weltrekord um Längen geschlagen. Du hast ja vielleicht auf deiner Aufnahme hast du dann ja meinen Rekord, den ich da hatte. Und ich habe ja meinen Rekord geschlagen und ich war ja Erster. Und ich bin dann ja Dritter gewesen, also wir haben alle. Ja, du hast deine Zeit glaube ich um 2/10 geschlagen. Also wir haben halt alle 3-4R gefahren, ne? Kann man sich nicht beklagen. Map wird mir aber auch, glaube ich, nicht gefallen. Ja, so eine Gardo-Map im Finale wäre jetzt für mich auch doof. Was hier wäre? Bei Gardo-Maps weiß ich immer nicht so. Du hast hier 37 Auronix Marius off S irgendetwas, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe jetzt gar nicht im Warm-Up aufgepasst, welche Map das ist. Okay, egal. Voyager gegen Riolo, machen sie es rückwärts oder nicht? Nein. Gut, los geht's. Voyager mit einem kleinen Rückstand. Hat hier die bessere Linie, Riolo muss vom Gas gehen, Voyager geht in Führung. Und das ist ja ein Amateurfehler, das macht er doch nie. Aber er ist schon wieder da. Ja, und das hat er sehr gut erwischt. Viel besser. Dann hat er direkt wieder 2/10 Vorsprung, gut geraten, auf Voyager. Da baut er es zu 25 aus. Ich glaube, hier kam so eine zumachende Kurve. Ja, genau. Ein bisschen. Aber Riolo hat das wunderbar erwischt. Es ist nur noch eine Kurve im Dirt und da wird er es wohl kaum wegwerfen. Hat super viel Vorsprung, ist eine sehr starke Zeit, denke ich. Immerhin habe ich denn das Finale nicht verloren. Also GG. War ein guter Run. Ja, die Kurve am Ende hat er genagelt. Voyager hat gut mitgehalten am Anfang, aber dann, man sieht ja auch den Vorsprung jetzt in, Was ist das da bei dir? Off-Stadium oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum das so oder hinter mir steht, aber es hat auf jeden Fall... Off-Stars oder irgendwie sowas? Irgendwie es hat mit dem 24-Stunden-Rennen zu tun. Ja, und das ist wahrscheinlich irgendein Wortwitz, so würde ich schätzen, dass ihr euch alle irgendwie so... Marius off irgendetwas und sag ich jetzt mal Lars off irgendetwas. So. Ja, aber ich überlege gerade, was das war. Da ist. Wir hatten. Also, ich kann mich immer nur an das eine erinnern. Da hießen wir Legendary und wir waren alle in TAE zu der Zeit. Und dann haben wir dann TAE, Legendary und dann unsere Namen. Also The Legendary Marius 89. Stand dann da. Sowas haben wir mal gemacht. Mein Kabel hat sich gerade in meinem Stuhl verhakt. Und ich muss mein Kopfhörerkabel kurz rausnehmen. Was? Hm. Was für 5 Minuten?
Gut, United sind es immer 5 Minuten. Der hatte doch eine halbe Stunde. Wenn er da nicht bereit ist, hat er selber Problem. Der wusste das ja auch. Was ist hier eigentlich für eine Map? Die kommt immer nach dem Knockout. Ja. Von Wildcat. Glaube ich. Bin immer so transitional, dass ich hier noch nie durchgekommen bin. Bis jetzt überlebt. Jetzt natürlich. Ich bin erst. Ich hab aber keine Ahnung, was jetzt. Ach, das kann man doch sicherlich cutten da. War irgendwie durch. Warum habe ich denn so viel Speed verloren? Hallo? Ey. Ach, Wildcat Maps. Hätte das Looping kann man doch cutten. So ein Looping doch. Sicherlich auch. Da sind zwei Loopings hintereinander. What the fuck? Warte. Das ist doch ein riesen Katze, muss doch gehen. Oh. Ich habe vielleicht minimal die Bande berührt oder so, aber ich hatte gar nicht mehr den Looping geschafft. Ich bin oben im Looping fast stehen geblieben. Das war mir jetzt ein bisschen komisch. Das sieht schwer zu cutten aus. Ja, doch. Habe ich ein paar Ideen, die cutten könnte. Er hatte den einen schon geblockt, aber man könnte vielleicht auch noch links von dem Looping dann landen, einerseits. Sonst den Looping davor auch irgendwie cutten. 2, 3, 7, 5. Ich glaube, das ist nach VTC. Ja, cool, wenn er mit Butter Johnny kommt in meiner VTC-Map. Wird aber bestimmt nicht machen, weil er weiß, dass ich dabei bin. Ich hab mal geguckt, was das für eine Map ist. Es ist eine V6 Map. Jetzt von Adel. Wunderes. Ich glaube, die haben schon öfters gespielt. Auch so, auch in Labs wahrscheinlich öfter, auf dem Finale. If we are starting, I'm in the kitchen.
kriege hier keinen guten Warping mehr. Der hatte ich mal sehr konstant. Ach, nicht das. Ich glaube, ist jetzt schon da. Ach. Hey, ich weiß nicht, ob ich... Diese Map überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Da habt ihr jetzt gar keine Live-Runde gefahren, oder? Bitte? Nee, haben wir nicht. Ja. So was. Der Pfeil wird immer richtig nervig sein. Jede Runde. Der Mobbing auch. Ja. Bruno kennt die Map, glaube ich, auch. Wir hatten ja schon öfter gespielt und so. Auch mit Kugeln, meine ich. Also ich meine, es war nur ein Knockout mit der Map. Irgendwie. Ich hab zwei. Ich erinnere mich an zwei. Okay. Aber es ist ja dann auch viel für Laps. Das wird lange dauern, ja. Der Knockout wird locker auch komplett. Gut 17 Minuten. Kann ich eigentlich nicht gebrauchen, aber naja. Weiß ich so. Eigentlich mir cool, ich bin so von so viel Release da mit so keine Chance. Ja. Ja, ich auch. Wir hatten gerade beide überholt. Wir haben gleich auch noch den gleichen Fehler gemacht. Bei der ersten Kurve war ich nicht sicher, ob ich die driften oder nussleiten soll. Also ich nussleite. Jetzt tatsächlich die driftet so aus. Weil ich sie immer benutze. Dann wird gut. Ich hab einen Riolo gemacht. Ich bin gesprungen da.
war immer gleich so 2-3 Zehntel. Ey, jetzt habe ich fast einen Break-Trick da gedürftet. War mal kurz vor Violo. Wahrscheinlich schon wieder so eine Sekunde oder so. Ja, ist genau eine Sekunde, 1,009. Okay, was hat Ryulon diese Runde angestellt? Ja, war langsam. Bot Interface aus. Okay, schnell. Schnell. Ich habe es eben gecheckt, dass das eine Frage war. User joined your channel. Hi. Wir sind gerade full Fokus. Okay. Labs Knockout im Valley. Walter und ich geben uns hier gerade einen sehr guten Fight. Oh, Walter hat heute einen guten Tag hier, habe ich so das Gefühl. So, ich habe es gesagt und dann direkt weggecrashed. Ich habe einen Break-Trick nicht bekommen. Oh, was? Alter, was? Jetzt bist du vor mir. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Mein Auto hat nicht mehr gedenkt in dieser Dirt 180. Oder beim Reinkommen in die Dirt 180. Dann bin ich da halt in den Checkpoint rein und hängen geblieben. Eben. 3 Sekunden in der Runde verloren. Bike des Crashes. Boah! Wieder ein Track-Trick nicht geklappt. Ja, hat einfach nichts gemacht. Oder habe ich halt einen Break-Trick bekommen, aber nicht den Richtungswechsel-Break-Trick, sondern nur den normalen in der Kurve Break-Trick. Geht eigentlich gar nicht. Das gibt es nicht! Schaut, du bist im richtigen Moment gekommen. Ja, ich hatte nie Probleme, jetzt kriege ich so viele Bugs. Ja, ich habe gerade einfach einen mega, mega Overstier bekommen. So extrem in dieser 270-Grad-Kurve da im Dirt. Oh boy.
Ja, die fährt man ja eigentlich richtig weit außen. Und ich fahre die auch richtig weit außen an. Aber ich habe so einen Oversteer bekommen, dass ich innen gegen den Baum gefahren bin. Obwohl ich halt eigentlich da außen fahre. So einen krassen Oversteer hatte ich da. Ja, ich merke auch, dass die, dass mein Auto da stark nach rechts lenkt. Alter, eine 11 gewürfelt. Ja, das... ja, jetzt habe ich in diesen 2 Runden oder sowas 15 Sekunden verloren. 15. Aber ich sehe immer noch niemanden auf dem 5. Platz, so. Aber ich habe noch nicht einen einzigen auf dem 5. Platz bis jetzt gesehen. Ich hatte halt noch einen Fehler in der 2. Runde. Hat mich so 1,5 bis 2 Sekunden gekostet. Genau das hänge ich halt hinter Voyager zurück. Versuch's halt die ganze Zeit aufzunehmen. Ja, hat jetzt ein paar Fehler gemacht anscheinend. Der war ja eben schneller und konstanter. Oder Riolo hat einen Fehler gemacht. Ja, auf Riolo verliere ich jetzt nicht mehr so viel, wie ich das in der 4. Runde oder so getan habe. Dritten Runde, irgendwas in dem Dreh. Ach, ich wusste es. Jetzt bin ich abgehoben bei der Stelle, weil ich meine Füße gehoben habe. So funktioniert das. Also das Gleichgewicht im Auto. Ich habe meine Füße, das ist mir gerade bewusst geworden, die ganze Zeit auf meine Stuhlbeine, also vom Rollstuhl auf die Rollen so drauf gepresst und merkte gerade so, ey, das ist glaube ich eigentlich nicht so toll und wollte sie heben. Und genau in dem Moment bin ich ein bisschen zu weit oben im Wallbang und hebe ab. Hey, ich hab irgendeine Donation oder irgendwas gerade bekommen. Ich bin nicht mal live. Ja, deswegen. Aber ich höre es. Den Sound. Dabei habe ich noch nicht mal Streamlabs offen. Hattest du das ein Buch oder so? So, wie weit bin ich denn jetzt hinter euch? Oh, das hat so viel gekostet, ach Mensch. Das war genauso wie im Smurfs Cup. Genau das war der Fehler in der ersten Runde. Dass ich da so abgehoben war, an genau so einer Stelle. Am Ende dann wieder. Ja, wo Ozon auch meinte, mal sehen, ob ich abhebe. Das ist mir noch nie passiert dort. Aber ich hatte mal ein bisschen mehr Speed versucht und war halt abgehoben. Und das hat halt so krass Zeit gekostet und vor allen Dingen Position. Jetzt habe ich in dieser 270-Grad-Kurve ein anderes hier bekommen. Dann halt in diesem Checkpoint fahren. Ich muss halt schon wieder respawnen, weil ich mich da. Weil halt nicht wie eine Wand wirkt, sondern ich bleib halt einfach hängen, so in diesen Kanten. Immer noch kein 5. in Aussicht? Nö. 22 Sekunden hinten, aber ich habe immer noch nie einen gesehen. War auf jeden Fall schade, bei diesem einen Crash, da hatte ich ja schon 10 Sekunden verloren. Also ich muss irgendwie 2,7 Sekunden auf Voyager gut machen. Fehlt wahrscheinlich nur so 3-4 Laps. Ich würde sagen, ich bin schneller als er, aber so viel schneller. Ja, Kurve. Geht im Moment jedes Mal was. Vielleicht gegen einen Bump, Overseer an oder anders hier.
Schwierigkeit halt auch jetzt gerade, jetzt halt echt nicht mehr schnell. Bei den meisten Runden bin ich halt gleich schnell oder auch schneller. Bringt mir nur nichts. Also in den Runden, wo ich da nicht Crash habe in dieser Dirt-Kurve. Ja, statt aufzuholen habe ich verloren auf Voyager. Weil ich der Sprung in diesen ersten Dirt war ein bisschen zu weit nach innen, da muss ich gegenlenken. Das kostet viel. Hey, ich hab den Dirt-Kurve mal wieder überlebt. Krass. Ah ja, ich glaube nicht, dass ich ihn noch kriege. Das sind zumindest nicht meine eigenen Hand. Er muss es verkacken. Ach Gott. Da gedriftet. Hier diese. Eigentlich letzte Runde oder vorletzte Runde für mich. Oh, jetzt sehe ich Mini mal wieder. Jetzt gecrashed bin, nochmal 10 Sekunden verloren hat. Aber ich sehe ihn nur. Ich hätte lieber eine Karte mitgehabt. Ich habe die noch nie gemacht. Das ist mal ein guter Start. So müsste es eigentlich immer funktionieren. Oh, Voyager hat verkackt ein bisschen. Hab viel aufgeholt. Auch dank der guten Runde jetzt bis hierhin. So eine merkwürdige Art und Weise, Zeit zu verlieren. Ach Mensch. Jetzt muss ich pushen. Wieder aufgeholt ein bisschen, aber es reicht noch nicht. Die Teil weiß genau, was ich will. Na, ich habe viel aufgeholt. Insgesamt in der Runde. Runde. Gehen wir jetzt hin.
Jetzt in unter einer Sekunde. Kommt aber kein DS-Pad mehr. Du hast halt auch noch damit dann offen gewonnen. Ja, shit. Das sind nur so 2-3 Zehntel verloren. Du hättest ja auch schon hier überholen müssen. Und jetzt springt der! Ja, ehrlich mal! Ja, der hat direkt den Abstand! Das war wirklich! Ja, jetzt fährst du vor ihm! Das habe ich auch schon befürchtet, weil ich wusste, ich habe nicht mehr die ganze Runde, um ihn zu überholen. Das muss schon vorher passieren. Ja, das macht jetzt aber wieder keinen Sinn, Marc, so. Jetzt macht Priolo direkt einen Fehler. Dann müsst ihr noch fahren. Am Ende hatte die Map einen ganz netten Flow. Nur dieser Dirt-Eingang, der ist nicht so toll, der ist nicht so smooth. Aber die erste Kurve hatte ganz gut geklappt mit der Linie, die ich so hatte. Es war immer sehr angenehm. Nur die Kurve, wo jetzt Riolo hinkommt, diese langsame, das gefällt mir so gar nicht hier. Ach, Riolo fährt das ein kleines Stück anders als ich. Naja. So, wie ist das zweite Map-Pack, Shorts? Ah. Oh. Oh, besser als der erste. Auf jeden Fall. Aha. Die RPG-Map ist zwar immer noch totaler Grütze, weil es auch total easy ist. Aber die ist auf jeden Fall noch einfacher als die erste. Mhm. Die Fullspeed-Maps sind besser, beide.